Als nächstes geht es um eine kantonale Verfassungsinitiative, und zwar für eine kantonale Behindertengleichstellung. Da haben Sie gehört, ich habe zweimal kantonal gesagt. Jawohl, wir haben natürlich eine Bundesverfassung, wo ein grosser Teil des Gleichstellungsartikels drin ist. Ich möchte gerne schnell zum Anfang drei Punkte davon erzählen. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, dem Alter, der Spruch, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen und politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. Dann ist auch noch ein weiterer Punkt. Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen von behinderten Formen. Und jetzt sind wir natürlich genau an diesem Punkt. Wir haben hier etwas, das im Schweizer Gesetzbuch drin steht, das das gewährleistet. Trotzdem, Francesco, habt ihr eine Initiative gemacht, jetzt, um das nochmal zu platzieren. Erzähl mir bitte, um was geht es euch genau? Es geht darum, dass wir diese Initiative aus dem Grund eingereicht haben oder werden lancieren. Eingereicht haben wir sie ja noch nicht, das kommt dann noch. Weil im Bundesgesetz steht lediglich, dass die Kantone das dürfen machen oder könnten machen oder sollten machen. Es steht nicht die Verpflichtung drin, dass der Kanton das wirklich machen muss. Und wir möchten eben gerne in den beiden Kantonen, Basel-Landschaft und Basel-Stadt, dass das in den Kantonen Verfassung ebenso verankert wird. Jetzt müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen definieren, wer denn das alles betrifft. Wir reden jetzt hier von Menschen mit Behinderungen. Vielleicht realisiert man das gar nicht. Es gibt nicht nur Menschen in Rollstuhl, es gibt Blinde, es gibt Menschen, die nichts hören. Sind die denn für einmal alle berücksichtigt? Haben die alle auch am Rücken? Ja, wir haben alle im Rücken, wir haben alle berücksichtigt. Wir haben auch die Unterstützung von allen Selbsthilfeorganisationen und so weiter, wo behinderte Gruppen vertreten, und die stehen alle hinter deren Initiative. Sprechen wir die Wirtschaftlichkeit vom ganzen Unterfangen ein bisschen an. Wir reden doch von einem relativ geringen Teil von der Bevölkerung. Das soll nicht schmälern und in keinem Fall mindern. Aber wie ist das verantwortet, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es geht um 1% von der Bevölkerung und es kostet dann einen riesen Teil? Also es geht natürlich um viel mehr als 1%. Man weiß mittlerweile, dass es etwa 20% sind, die das betreffen würde. Und zwar in allen Behinderungsarten. Also das fängt bei Körperbehinderten an, hört irgendwo bei psychisch kranken Menschen auf. Und selbst dort hört es nicht wirklich auf. Und die Wirtschaftlichkeit ist insofern gegeben, wenn es um zum Beispiel neue Gebäude geht. Die werden, wenn sie angepasst gebaut werden, also sowohl die Rollstuhlgängigkeit wie auch die Leitlinien für Blinde oder grosse Beschriftungen und so. Wenn man das von Anfang an einplant, kostet das nicht einmal 1% mehr. Es kostet eigentlich gar nicht mehr. Man muss es aber von Anfang an einplanen. Etwas anderes ist bei bestehenden Gebäuden zum Beispiel. Dort muss man natürlich gewisse Umbauten vornehmen. Dort wird es dann teurer. Das ist klar. Bei mir ist jetzt Sabina Dollinger. Sie ist Leiterin von der Geschäftsstelle Vereinigung Zerebral Basel. Jetzt, Sabina, was bedeutet denn eigentlich bedarfsgerechte Betreuung? Wie kann man das beschreiben? Also für uns ist bedarfsgerechte Betreuung von einem Menschen mit Behinderung, dass sie mir bei ihm nachfragen, was brauchst du überhaupt? Was willst du, dass wir für dich machen? Was willst du, dass wir dir für Dienstleistungen bringen, wo wir dich unterstützen? Also wir nicht einfach auf ihn zugehen und übernehmen, sondern dass man zuerst, wenn ich dich auch fragen würde, ist dir recht, wenn ich dir jetzt helfe, hier sitze oder wenn ich dir jetzt den Weg zeige, dass man das auch mit einem Menschen mit Behinderung macht, wo man im ersten Moment vielleicht das Gefühl hat, es kann sein, dass er mich gar nicht versteht. Aber man muss den Menschen, den man gegenüber hat, fragen, was willst du? Es ist ja nicht zwingend das, was ich finde, was gut für ihn ist, dass das ist, was er will. Ich denke, das ist genau ein bisschen das Problem. Das Verstehen gehört ja auf beide Seiten an, in der ganzen Geschichte. Schaut dann der Anführungszeichen normale Mensch aufgrund von dem Bundesverfassungsgesetz, das wir kennen, anders zu? Nimmt das gar nicht wahr, dass andere Menschen herum sind und dass eben Probleme trotzdem bestehen geblieben sind, auch wenn es in der Verfassung drin ist? Also wir sind einfach
wie ich es ja vorher schon mal erwähnt habe, die Institutionen sind sehr in der Agglomeration oder oft am Rand gebaut worden. Jetzt mit dem Wachstum von der Region ist natürlich alles ein bisschen mehr ins Zentrum gerückt, aber sie sind schon ein bisschen außerhalb. Es wird grossflächig, grosszügig gespielt worden, weil sie brauchen halt auch mehr Platz. Wenn einer im Rollstuhl ist, braucht er mehr Platz als ein Fußgänger. Und dadurch, dass die halt auch abgeholt werden mit Bus, also das ist etwas, was mich ganz fest nervt. Sie werden daheim abgeholt, in einem Büsschen oder mit einem Taxi und werden zu ihrer Tagesstruktur der Institution gebracht. Sind sie natürlich in der Öffentlichkeit auch nicht wirklich wahrnehmbar. Also werden eigentlich dann entrissen, oder? Ja, also es ist weh. Also ich habe mal gefragt, wieso verstecken wir die Leute alle? Wenn jetzt die Initiative auf kantonaler Ebene angenommen wird, was denkst du, hat das denn einen direkten Output? Kann man das sehen oder geht es dann wieder ewig viele Jahre, bis es zu deren Umsetzung überhaupt kommt? Also es wird seine Zeit brauchen. Wir können nicht von heute auf morgen einfach umschalten und die Leute alle zu uns nehmen und sagen, die gehören dazu. Da muss noch viel Arbeit stattfinden, auch in unseren eigenen Köpfen. Die Leute, die in diesem Bereich arbeiten, für die ist das selbstverständlich. Ein Mensch mit Behinderung gehört dazu, den nimmt man mit, der wird nicht irgendjemand sich selber überlassen. Aber immer, was willst du? Ist das Richtige für dich, wenn wir das machen? Oder willst du das machen? Und wenn die Verfassungsinitiative da ist, ich hoffe einfach, dass es im Bewusstsein der Menschen stärker drin ist. Dass man sich mehr überlegt, ist das wirklich das, was mein Gegenüber will? Also wie wir das auch unter Normalen überlegen, ist das, was mein Gegenüber will? Also wir müssen nicht zwingend ihnen alles abnehmen und übernehmen und für sie erledigen. Wir müssen sie mit einbeziehen. Und sie dürfen uns auch sagen, was sie wollen. Sie können es nämlich in den meisten Fällen auch. Es geht einfach manchmal ein bisschen länger, bis man es versteht.